Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund. BVB-Coach Jürgen Klopp muss bei der Achtelfinalpartie im DFB-Pokal auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Am Wochenende musste im Spiel gegen Mainz 05 mit Marco Reus, Sven Bender und Jakub Laschikowski gleich drei Profis angeschlagen ausgewechselt werden. Ohnehin verzichten muss Klopp auf die beiden Innenverteidiger Neven Subotic und Mats Hummels sowie Ilkay Gündoğan und Nuri Sahin. Der BVB tritt beim einzigen verbliebenen Drittligisten im Wettbewerb an, beim 1. FC Saarbrücken. In der Liga läuft es für die Saarländer alles andere als gut. Das Team steht mit nur 3 Siegen aus 18 Partien auf dem vorletzten Platz. Doch im Pokal konnte Saarbrücken zweimal überraschen. Nach Werder Bremen kegelten sie in Runde 2 auch Zweitligist Paderborn aus dem Wettbewerb. Jetzt soll gegen Dortmund der nächste Coup gelingen. Bayern München trifft im bayerisch-bayerischen Duell auf den FC Augsburg. FCB gegen FCA. Das gab es auch im letzten Jahr, ebenfalls im Dezember, ebenfalls im Achtelfinale. Auf dem Weg zum Titel setzten sich die Münchner souverän mit 2:0 durch. Und auch in diesem Jahr spricht wieder alles für einen Sieg des Titelverteidigers. In der Liga, in der Champions League und im Pokal hat in dieser Saison bisher noch keiner die Bayern geschlagen. Ebenfalls als Favorit geht Bayer Leverkusen ins Achtelfinale, der Gegner der SC Freiburg. In der Bundesliga besiegte das Team von Cheftrainer Sammy Hüppier die Breisgauer am ersten Spieltag mit 3:1. Damit war der Grundstein für eine bislang herausragende Spielzeit gelegt. Nur die Bayern stehen aktuell vor den Leverkusenern in der Tabelle. Im Duell mit Ligakonkurrent Freiburg kann Hüppier personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Sydney Sam fehlt weiterhin mit einem Muskelfaserriss. Die weiteren Achtelfinalspiele. Union Berlin gegen Kaiserslautern, der HSV empfängt Köln, Wolfsburg gegen Ingolstadt, Schalke gegen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt empfängt den SV Sandhausen.